Herzlich willkommen zu unserer Reihe G-Data IT Talk und heute könnte man fast sagen, Poesie trifft auf IT. Zumindest klingt unser Titel heute sehr poetisch, nämlich Security Musings from Academia, was so viel heißt Sicherheitsgrübeleien der Wissenschaft. Und wir grübeln heute gemeinsam mit Professor Dr. Thorsten Holz vom Lehrstuhl Systemsicherheit der Ruhr-Universität. Hallo, Herr Professor. Hallo. Vielleicht starten wir mit so einem kurzen Einblick in die Entwicklung von Malware. Das Konzept von Schadsoftware war zunächst sehr theoretisch. Das war 1949, hat von Neumann, also einer der Pioniere des Computers, hat das theoretische Konzept vorgestellt. Im Folgenden sind dann immer mehr oder zunächst Forschungsarbeiten passiert in diesem Bereich, wo zunächst eben so testweise gezeigt wurde, wie man sowas umsetzen kann. Da gab es dann so die ersten Exemplare von Schadsoftware, bis dann so in den 80er, 90ern das ganze Thema sehr, sehr stark geworden ist. Und dann in der Folgezeit ist dann viel mehr zunächst im akademischen Bereich passiert, aber dann hat das Problem auch den Massenmarkt erreicht, dass man also die ersten Computerviren wirklich gesehen hat. Und dann so 2000, 2005 ist das ganze Thema ja explodiert, bis zur Kommerzialisierung, die wir jetzt heutzutage sehen. Das heißt, wenn Sie eben den nicht-akademischen Bereich ansprechen, dann sprechen wir von der Antivirenindustrie. Was ist da passiert? Ich denke, da hat sich in den letzten 30 Jahren sehr viel getan. Also zunächst gab es ja Computerviren eher so als Spielzeug, dass man eben technisch demonstriert hat, was funktioniert. Und dann haben sich aber trotzdem relativ schnell auch die Antivirenprodukte entwickelt, die einfach den ganzen Missbrauch versuchen einzudämmen. Und gerade dort haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, dass das ganze Thema deutlich größer geworden ist, dass wir heutzutage Firmen wie G-Data viele hunderttausend Dateien pro Tag analysieren müssen, um einfach mit dem ganzen großen Schwung an Schadsoftware überhaupt mithalten zu können. Wenn man über diese Ansätze spricht, dann spricht man auch meistens gleich über Fred Cohn, der Sicherheitsguru aus den USA. Vielleicht können Sie seine Ansätze dann nochmal mit einbringen. Mhm. Fred Cohn war einer derjenigen, die den Begriff Computervirus überhaupt eingeführt hat. Er hat damals seine Dissertation genau zu diesem Thema gemacht, hat eben auch dort gezeigt, zum einen eben, was theoretisch möglich ist, beziehungsweise er hat eben vor allem auch die Unzulänglichkeiten gezeigt, also alles, was quasi nicht machbar ist. Viele seiner Resultate sind also eher pessimistisch in dem Sinne, dass er gezeigt hat, dass eine generelle Entdeckung überhaupt gar nicht möglich ist. Und ich glaube, so ein bisschen hat Cohn mittlerweile auch recht gehabt, weil man sieht ja, dass es sehr schwierig ist, aktuelle Schadsoftware überhaupt zu erkennen und zu entfernen, ist eben auch eine sehr große Herausforderung. Was sind denn Ihre aktuellen Grübeleien, also Ihre aktuellen Forschungsthemen? Am Lehrstuhl beschäftigen wir uns viel mit dem Bereich der Softwaresicherheit, wo es darum geht, auf der einen Seite Softwaresysteme anzugreifen, dass man also demonstriert, wie existierende Schutzmechanismen umgangen werden können. Und andererseits geht es darum, effektive Sicherheitsmechanismen zu entwickeln. Wir haben also immer dieses Spiel zwischen Angriff und Verteidigung, wo es dann darum geht, einerseits eben Systeme zu hacken, anzugreifen und andererseits eben die Systeme robuster zu machen. Und wenn wir nochmal auf die praktische Seite gucken, welche Anforderungen hat der Markt an die Online-Security im Augenblick? Die Angriffe werden immer komplexer, weil die Angreifer natürlich die existierenden Sicherheitsmechanismen umgehen müssen, müssen sie sich immer neue Tricks einfallen lassen, wie sie an den Sicherheitsprodukten vorbeikommen. Wir haben also quasi die ganze Zeit eine Spirale, dass es sowohl auf der Angriffs- als auch auf der Defensivseite immer nach oben geht. Und diese steigende Komplexität ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Herr Professor Holz, vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Forschungsarbeit zum Thema IT-Sicherheit. Und natürlich auch Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, beim nächsten G-Data IT-Talk. Bis dann. Tschüss.